Es ist mal wieder Zeit. Für ein Kanal-Update. Hallo, hier sind die Hausis Tanja. Thorsten. Familie Enterich und ja, wir haben mal wieder was zu erzählen. Es wird mal wieder Zeit für ein Kanal-Update. Ja, eine ganze Weile habt ihr nicht mehr allzu viel Neues von uns gehört und gesehen, wenn es um Updates geht. Wir dachten, es wird mal wieder Zeit, denn wir haben eine Menge erlebt. Genau. Hier und da haben wir ja schon mal etwas angekündigt hier in dem Community-Tab und haben da schon mal geschrieben, dass wir ja ein Kanal-Update planen. Und ja, hier ist es nun. Wir wollen so ein paar Sachen einfach mal besprechen und erstmal erzählen, was wir denn in den nächsten Wochen oder nächsten Monaten hier noch vorhaben. In letzter Zeit war es nicht ganz eintönig, doch ein bisschen eintöniger auf unserem Kanal, würde ich sagen. Ja, ihr habt eine Menge kleine Unboxings gesehen und ja, ein Must-Have ist nachgekommen, Gott sei Dank. Aber was hier vielleicht der aufmerksame Zuschauer verpasst hat oder vermisst haben dürfte, ist zum Beispiel das gespielt September. Mittlerweile haben wir schon Mitte November, wenn wir das hier aufnehmen. Genau. Das heißt also, man könnte man auch fragen, wo bleibt denn zum Beispiel auch der Oktober und wo bleiben eure Top-Videos? Genau. Also, wir haben, fassen wir zusammen, uns fehlt zweimal ein Top-Video von 2 Monaten. Dann zwei von den gleichen Monaten natürlich die Gespielt-Videos. Das sind schon 4 Videos. Ja, das Ganze ist dem geschuldet, dass wir nämlich jetzt da auch eine Menge Action hatten im September und im Oktober. Denn, was wir euch nicht verheimlichen wollen, wir waren im September auf unserem ersten Mittelaltermarkt wieder, seit Beginn der Pandemie. Ja, da geht es nämlich jetzt auch wieder los. Und dann haben wir auch ein längeres, ausgedehntes Spielewochenende im September gehabt. Da wollen wir euch dann auch noch von berichten. Vorher gab es noch die Spielmesse im Oktober. Ach, nee. Nein. Ich komme schon durcheinander. Du kommst durcheinander. Ich komme durcheinander. Ja, genau. Wir haben ja mehrere Spielwochenende gehabt. Ach, du hast von dem berechnet. Ja, okay. Von erst, ich habe September gesagt. Ja, yeah, genau. Aber du hast es richtig erkannt oder gesagt. Wir haben dann im Oktober natürlich auch die Spielemesse gehabt. Wir waren da. Genau. Da wollen wir euch dann natürlich dann auch mitnehmen und zeigen, wie wir sie erlebt haben. Genau. Waren ja 4 Tage waren wir zugange, beziehungsweise ich war 4 Tage, du warst 2 Tage da. Genau. Und da haben wir ja bis jetzt nur so ein kleines Mini-Video gemacht, wo wir halt so ein paar Neuheiten gezeigt haben. Aber wir haben noch nicht davon berichtet. Wir haben so viele Fotos gemacht. Selbst auf Instagram haben wir nicht alles gepostet. Wir haben nur eine Handvoll 4, 5 Fotos von der Messe gepostet. Alles andere ist noch auf unserer Speicherkarte und will natürlich auch veröffentlicht werden. Das sollte man vielleicht machen, bevor die nächste Spielmesse kommt. Das kriegen wir auch bestimmt hin, denn so jetzt so nach und nach finden wir wieder die Möglichkeiten, auch natürlich euch in unsere Sachen, die wir gerade erzählt haben, mitzunehmen und zu zeigen, was wir alles erlebt haben, sodass ihr also auch dann jetzt in den nächsten Tagen, Wochen auf jeden Fall das alles nachgeliefert bekommt. Genau. Aber was wir auch noch weiter fortsetzen werden, ist natürlich unsere Interviewreihe. Genau, die Interviewreihe, das werdet ihr, das haben wir schon im Kasten, das nächste Interview. Das werdet ihr schon, ich hoffe, ich schaffe es, aber es ist eigentlich geplant, dass ich es am Sonntag dann auch online bekomme, dass ich es bis dahin fertig geschnitten habe. Und gedreht haben wir es schon, letzten Sonntag zusammen. Und zwar, wir können es schon mal verraten, mit wem wir gesprochen haben. Ich freue mich da tierisch drauf. Ja, wir haben mit Boardgamebox gesprochen. Mit dem lieben Michael, richtig. Genau, und ja, das Interview wird, wenn alles klappt, toi toi toi, ich klopfe mal auf Holz, wird dann am Sonntag kommen. Und ja, war eigentlich auch ein schönes Gespräch und ja, diese Interviewreihe wird natürlich weiter fortgesetzt. Wir haben noch so den einen oder anderen Verlag, mit dem wir auch schon Termine planen. Ich habe auch noch eine Idee, vielleicht außerhalb des Verlags, wo ich mit dir vielleicht noch was machen möchte. Genau, wir haben auch noch andere Ideen, beziehungsweise natürlich, das heißt ja Brettspielszenen im Interview. Wir haben jetzt mit den Verlagen angefangen, aber es wird so nach und nach, wird natürlich der ein oder andere noch mit in dieses Format kommen, weil Brettspielszene beinhaltet ja nicht nur die Verlage, sondern es beinhaltet auch so den ein oder anderen. Vielleicht auch jemanden von euch. Und ja, da haben wir noch so einiges vor, aber das kommt so nach und nach. Jetzt kommt erstmal das Interview am Sonntag mit dem Michael von Boardgamebox. Ja, das sind so Sachen, die noch auf jeden Fall kommen. Und was wir auch, da, das hast du gerade angeschnitten, wir hatten natürlich nach unserem Messebesuch hatten wir noch ein Brettspielwochenende. Ja, das war ein etwas ausgedehnteres, das auch sehr viel Spaß gemacht hat, denn wir haben das nicht zu zweit alleine gemacht. Genau, wir waren ein ganzes Wochenende unterwegs
Und zwar von Freitag auf Sonntag. Auf Auf Montag Montag, nee, waren auf vier Montag. Tage. Es waren sogar 4 Tage. 4 Tage und über 20 Spiele oder so hast du, glaube ich, getippt. Ja. Ja, und also da haben wir auch noch so einiges von zu erzählen und da haben wir auch einige Fotos gemacht. Und ja, das haben wir auch noch geplant. Das ist das fünfte Video, was wir mindestens noch in diesem Jahr Ja. abhaken wollen. Mindestens. Wie ihr merkt, also wir haben eine Menge in den letzten, ja, 8 Wochen, sagen wir mal, über den Daumen gepeilt erlebt. Und da haben wir auch natürlich eine Menge auch aufgenommen, fotografiert und ähnliches. Aber das braucht natürlich auch eine Zeit, wie ihr vielleicht wisst, um das auch zu einem Video für euch zu machen. Genau. Und was wir natürlich auch noch nebenbei immer noch ein bisschen mit einstreuen werden müssen, sind dann natürlich noch so ein paar nachkommende Neuheiten von der Spielemesse, die hier Genau. noch Ups. unausgepackt noch warten, auch ausgepackt und auch gespielt zu werden, damit wir auch von euch davon natürlich auch berichten dürfen und Genau. können. Hier sind zum Beispiel 2 Spiele. Und im Regal findet ihr vielleicht hier oder auch da auch noch Spiele, die noch in Folie Folie sind. sind, Und haben wir vorher noch nie gehabt. haben wir vorher noch nicht gehabt, aber es läuft gerade so ein bisschen auf bei uns. Aber wir arbeiten es gerade ab. Aber es liegt einfach daran, dass ja, wir haben sehr viele Spieltage auch hinter uns. Jetzt letztes Wochenende hatten wir ja wieder ein Spiel, Wochenende beziehungsweise einen Spieltag. Ein Tag. Ein Tag von morgens bis in der Nacht haben wir gespielt. Davon werden wir auch noch berichten. Und ja, Das also nächste steht ja schon in den das Startlöchern. nächste steht auch schon in den Startlöchern. Wir wissen gar nicht, wann wir eigentlich die nächsten Videos drehen sollen. Aber wir werden es trotzdem Wir werden es schaffen. schaffen. Für euch Wir werden schaffen es wir schaffen, das. ja. Aber wir haben jetzt am Wochenende wieder von Freitag auf Sonntag wieder ein Brettspielwochenende. Und ja, da haben wir schon wieder so eine Liste, wie viele Spiele wir spielen wollen. Aber was schaffen wir an dem Wochenende? Wir lassen uns selber Mit überraschen. einer Menge Und Kaffee geht's. ja, mit einer Menge Kaffee geht's. Aber ja, es will ja auch einiges gespielt werden. Und wir wollen natürlich über das ein oder andere Spiel natürlich noch vor Weihnachten auch noch berichten, damit, falls der ein oder andere sich weihnachtlich noch irgendwelche Geschenke überlegen muss oder möchte, dass man vielleicht so ein paar Tipps noch von uns bekommt, dass wir halt vorher schon die Sachen ja, weggespielt haben und genug gespielt haben, dass wir darüber berichten wollen. Wenn wir davon schon mal sprechen, darüber berichten, wir hatten, glaube ich, vor einiger Zeit schon mal gesagt, wir wollen mal wieder unseren Blog ein bisschen, den wir mal angefangen haben, da wollen wir auch ein bisschen schriftlich mal was festhalten. Hier und da, das hatten wir schon mal gesagt. Ist irgendwie, warum auch immer, haben wir es dann doch nicht. Wir haben so hier und da mal was gepostet dort auf dem Blog, aber halt wenig. Geplant ist aber, dass wir demnächst dann halt doch ein bisschen mehr, noch mehr ein bisschen struktureller das Ganze noch ja, in Arbeit nehmen, dass wir wirklich nach und nach die Spieltitel, die wir haben, dort nochmal auflisten, Bereiten. aufbereiten, hier und da noch was Schriftliches erschreiben, auch vielleicht Spiele, wo wir noch kein Video von gemacht haben, dass wir das dann halt in schriftlicher Form zumindest schon mal aufgreifen. Weil man muss ja ehrlich sagen, in schriftlicher Form einen Blog zu schreiben, ist natürlich schneller produziert und schneller gemacht und man schafft viel mehr, als wenn man sich vor die Kamera setzt und ja, Ton, Schnitt und so weiter. An so einem Video ist sehr viel mehr Arbeit. Und da ist es natürlich so, dass man halt sagen kann, okay, wenn wir das kombinieren, wir machen einige Artikel halt auf dem Blog, dass man halt dann auch über die Spiele spricht. Da haben wir halt den Vorteil, dass wir dann halt schon mal über das ein oder andere Spiel schon mal, vielleicht nicht ganz so ausführlich, aber gesprochen haben. Denn das müssen wir ganz klar sagen, wenn wir hier unsere Videos produzieren, wir kommen meistens in der Woche abends dazu. Genau, das muss man noch dazu beachten. Jetzt haben wir auch, wir schauen das gerade auf unsere Uhr. Wir haben es gleich 10 Uhr, also 10 vor 10 haben wir es gerade. Und ja, dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele Stunden man am Abend noch schafft. Und ja, und am Wochenende spielen wir. Und wenn wir jetzt drehen, können wir nicht spielen. Also man muss immer überlegen, was macht man? Dreht man jetzt was oder spielt man? Und ja, in letzter Zeit haben wir halt viel gespielt und deswegen haben wir halt ein bisschen weniger Na gedreht. gut, Aber Spielemesse, eine Menge Titel. eine Menge Titel haben wir gespielt, aber auf der anderen Seite ist es halt so, ja, man muss ja auch viel spielen, um auch darüber berichten zu können.
Das ist es ja gerade, ne? Das versteht ihr dann natürlich hoffentlich auch. Ja, und dann war halt in letzter Zeit einiges an Unboxing-Videos da. Wir haben einiges ausgepackt, damit ihr einfach mal seht, was wir denn bekommen haben und worauf wir uns freuen. Und die Spiele, die wir ausgepackt haben, haben wir fast, nee, noch nicht alle. Wir haben noch nicht alle angespielt. Ich sage immer angespielt. Also wenn wir angespielt sagen oder wenn ich angespielt sage, dann heißt es das nicht, dass wir es nur angespielt haben, sondern wir haben es meistens, wir spielen eigentlich ein Spiel zu Ende. Angespielt ist eigentlich nicht der richtige Begriff dafür. Meinst wahrscheinlich eine erste Partie. Genau, ich meine immer die Erstpartie und ich sage immer angespielt. Ne? Es ist mir letztens so aufgefallen. Also ich sage immer angespielt und es ist, ich glaube, es ist sehr selten, dass wir nur was angespielt haben. Wenn ich jetzt mal gerade so hier in die Runde gucke, sind es drei Titel, die wir noch spielen müssen, die wir ausgepackt haben, plus die Handvoll, die noch eingeschweißt ist. Genau, also da ist noch so einiges, was wir dann auf jeden Fall. Ja, was haben wir denn noch auf dem Plan? Ach, genau. Der nächste Punkt ist, wir sind jetzt eine Community von über 900 Leute. Hallo und willkommen, alle neue. Und danke an alle natürlich, die jetzt mittlerweile schon etwas länger dabei sind. Alle, die einfach da sind und Spaß mit uns zusammen haben wollen, sich freuen, uns zu sehen, freuen über Tipps, die wir geben oder einfach auch uns gerne zuhören und neugierig sind, was wir so alles spielen. Genau. Ja, also wir nähern uns langsam den ersten 1000 Abonnenten. Und wir haben uns überlegt, wir können jetzt schon mal so ein bisschen, das habe ich glaube ich schon, ja, genau, das hatte ich schon mal in den Community-Tab reingeschrieben gehabt. Wir wollen nämlich dann, wenn wir dann irgendwann das, ja, 1000 Abo-Special machen, da haben wir uns überlegt, machen wir klassisch das, was früher andere auch immer gemacht haben, klassisch eine Verlosung. Wir haben ja auf unserem Kanal hier noch keine Verlosung gemacht. Also auch mal Zeit und da passt die 1000 doch ganz gut. Genau, wir haben schon so einige Zusagen von dem einen oder anderen Verlag, der gerne mitmachen möchte. Und da freuen wir uns total drauf. Also es wird sich dann auch für euch bestimmt lohnen. Und wir hoffen natürlich, dass auch. Ja, dass ihr euch natürlich dann auch auf eure Gewinne bei der Verlosung freuen könnt oder werdet. Was genau und wie genau das Ganze stattfinden wird, das bekommt ihr aber in einem speziellen Video nochmal gesagt. Also das soll jetzt hier nur nochmal eine Ankündigung sein, dass es halt stattfinden wird. Halt um den 1000 Abonnenten rum. Na, also wir wissen ja nicht wann das sein wird, aber wir sind jetzt schon in den Vorbereitungen, das kann man halt schon sagen. Ja, und was haben wir denn noch auf unseren Zettelchen stehen? Haben wir jetzt alles besprochen, was wir sagen wollten? Eigentlich sind wir mit den Themen durch, zumindest was wir jetzt gesagt haben, was wir euch jetzt alles noch zeigen wollen auf unserem Kanal, was demnächst noch passieren wird, was wir so erlebt haben. Genau. Dann weiß ich gar nicht. Genau, doch, es kommt noch einiges. Und zwar, wir haben nämlich jetzt, ja, es ist jetzt wieder die Weihnachtszeit. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, wir waren schon auf dem ersten Mittelaltermarkt vor einiger Zeit, aber das war ein kurzer, ein kleiner Besuch. Aber wir werden jetzt wieder auch wieder unsere Berichtfolge, ja, aufnehmen und auch wieder berichten über Mittelaltermärkte, zumindest über weihnachtliche. Da stehen jetzt zwei mittelalterliche Weihnachtsmärkte an, worüber wir eigentlich auch erzählen wollen. Einen, über den wir schon immer sehr gerne gegangen sind. Genau. Zuschauer, die uns schon länger auf dem Kanal begleiten, kennen den Weihnachtsmarkt sogar vielleicht schon, den Genau. einen. Der ist nämlich in Mülheim, der Bräucher Weihnachtsmarkt. Auf der Schloss Broich oder Burg Broich, genau. Und der andere, der ist jetzt, wenn ich das richtig sehe, das erste Mal sogar mal, also wir waren zumindest noch nicht da, der findet nämlich in Herne in Schloss Trünkele statt. Also wir sind ja schon regelmäßig Ja, da, aber aber nicht das zu ist noch nicht zu Weihnachten. Das Weihnachten. ist der, Das soweit ich weiß, ist der erste historische der Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt, ja, genau. Und da werden wir dann natürlich auch von berichten. Und das heißt hier, ja, ihr wisst zwar, wir haben zwar hier in erster Linie oder mittlerweile in erster Linie war das jetzt hier in letzter Zeit auch im Mittelalter, auch im Brettspielkanal. Und aber es war immer natürlich im Hinterköpfchen immer, wir sind ja immer zweigleisig gefahren. Wir hatten ja immer noch den Mittelalterbereich beziehungsweise den Ausflugsbereich, der jetzt leider durch Corona natürlich die letzten anderthalb Jahre sträflich vernachlässigt war. Er musste, wir konnten das ja nicht ändern. Genau, wie aus aktuellen Gründen, die ihr ja wisst.
Und ja, und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir das ein oder andere wieder aufnehmen können. Und aber man muss auch dazu sagen, wir sind sehr, ja, wie sagt man, besonnen. Wir sind sehr, sehr vorsichtig. Wir stürzen uns jetzt nicht überall ins Abenteuer. Also so Riesenveranstaltungen, die meiden wir immer noch, ne? Also die Zahlen gehen ja auch überall wieder hoch. Und nein, also da ist es natürlich so, dass wir genau schauen, wo wir hingehen. Alles machen wir nicht mit. Und es ist ja nicht überall leider so ja, vorzeigbar wie die Spielmesse in Essen. Die war ja wirklich, Ja, die war super toll, muss also ich man habe mich zu sagen. keiner Zeit unwohl gefühlt. Nein, aber wir wollen jetzt nicht spoilern. Das bekommt ihr noch in unserem Nachbericht zu der Spielessen 21. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir alles mal angesprochen. Und Ja, eine Sache vielleicht noch, weiß ich gar nicht. Sonst, was? ach Nicht ja, was? ja können wir schon Kann man nur erzählen. eigentlich schon mal Können teasern, oder? wir schon teasern. Ja, wir hatten nämlich letztes Wochenende auch wieder einen Grund, warum wir keine Zeit hatten, Video aufzunehmen. Wir hatten nämlich zu Hause einen Besuch. Und zwar ja, wurde ein kleiner oder kommt ein kleiner Bericht in der WAZ. WAZ Digital wird es wohl sein. Vielleicht auch in der schriftlichen Form, aber ja wohl in der. Erstmal im Online-Bereich der Genau, Watz. genau. Und da kommt ein kleiner Bericht, aber was und warum und weshalb, das erzählen wir noch nicht. Aber wir werden Bescheid geben, wenn es denn soweit ist. Und euch natürlich auch den Link gegebenenfalls auf unseren Social-Media-Seiten zeigen. Bestimmt. Genau. Ja, also wie ich ja schon mal gesagt habe, wir sind überall. Wir sind bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, TikTok. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, Ja. YouTube natürlich, klar. Ja, gut, hier sind wir auf jeden Fall auch. Klar, wir sind auch in der Version. Ja, also irgendwo werdet ihr das auf jeden Fall lesen. Ja, das war jetzt erstmal dazu, ich glaube, genug. Und ja, ich sage oder wir sagen euch einen schönen Abend. Also für uns ist es ein Abend. Wenn ihr das seht. Schönen guten Abend, guten Morgen, guten Nacht, Genau. schönen Tag, was auch immer. Was auch immer. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Und ja. Natürlich bekommt ihr auch wieder unsere Ein Spiel, zwei Meinung. Also das Format wird natürlich auch wieder fortgesetzt, hatten wir gar nicht gesagt, ne? Aber das kommt natürlich auch weiterhin, ne? Also auch wenn es auch in letzter Zeit wenig war. Und wir haben noch so ein paar andere Ideen, aber das wäre jetzt alles viel zu viel. Wir haben schon viel zu viel geredet. Also, tschüss. Tschüss. Tschüss.